ein Ex-Agency-Mitarbeiter Rico Rodriguez. Seit unserem Rückzug aus Medici war sein Aufenthaltsort unbekannt. Ist verantwortlich für die Absetzung mehrerer Staatschefs. Die Schwarze Hand hatte schon mit ihm zu tun in San Espirito. Dort hat er unseren Arbeitgeber ermordet, Präsident Salvador Mendoza. Außerdem sorgte er auch in Medici für den Sturz von Sebastiano Di Ravello. Obwohl die Agency auch involviert war, das ist sein Kontakt, Tom Sheldon. Wissen wir, dass Rodriguez persönliche Gründe hatte, Medici zu befreien. Sie haben mir schon mal von dem Mann erzählt, Kommandant Morales. Wir bereiten einen Test vor. Können wir zur Sache kommen? Natürlich, Señor Espinosa. Laut unseren Daten ist er der Sohn von Miguel Rodriguez. Meinem Miguel Rodriguez? Und? Und er ist hier, in San Luis. Jetzt. Also, das ist die Superwaffe meines Vaters. Projekt IAPA. Er war ein guter Mensch. Ein Wissenschaftler. Kaum zu glauben, dass er dieses Ding gebaut hat. Mein Onkel war auch ein guter Mensch. Und beide sind jetzt tot. Viele offene Fragen, hm? Zeit für ein paar Antworten. Du schaffst das nicht alleine. Ich hab Leute, die uns helfen. Mira, ich hab sowas schon mal gemacht. Das hier ist anders. Ich komm klar mit schlechtem Wetter. Das ist mehr als schlechtes Wetter, Rico. Hör doch bitte auf mich. Mira, ein Plan ist eine Liste von Dingen, die schiefgehen können. Meine Listen sind meistens kurz. Halt dich bereit. Wenn ich dich mit der Konsole verbinde, musst du Espinosa schnell finden. Er beantwortet meine Fragen, wir zerstören Projekt IAPA. Abgemacht? Hm? Na gut. Dann viel Glück. Oscar Espinosa redet dann hoffentlich. Kommunikationscheck. Höre dich laut und deutlich. Ich behalte deinen Fortschritt aus sicherer Entfernung im Auge. Willkommen zu diesem neuen Let's Play, und zwar Just Cause 4. Vielen Dank auf das letzte Video, was ich gemacht habe, und zwar vor Horner, was vor ein paar Stunden, ich nehme es jetzt gerade erst auf, was vor ein paar Stunden erst online gegangen ist. 11 Aufrufe, 2 Likes, 1 Dislike, das stört mich nicht so. Auf jeden Fall vielen Dank, das hat mir sowas von Mut gemacht. Ja, auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, wir fangen dann jetzt mal an mit Just Cause. Die Straße ist durch eine Mauer abgetrennt. Ja. Just Cause, ich gehe damit komplett blind rein. Halt auf die Lichter auf der anderen Seite des Tals zu. Ja, ey, es das ist ein hat verdammt so großer Spaß Turm gemacht. Und Espinosa natürlich wird das wie letztes For Honor natürlich auch als Premiere kommen. Und die nur die ersten Parts. Solis, glauben ihn. Und ja, Projekt ey, Japa wird ab heute so kein geil Problem mehr sein, Mira. Also ich bis jetzt die beste Community, die ich habe. Er wird funktionieren. So, Alter. Kommen wir gleich so. Okay, direkt schon Probleme anfangen. Geschafft. Jawohl. Gut, folge den Rohren. Dann lernst du die Schwarze Hand kennen. Ich kenne die schon. Bin auf dem Weg nach oben. So, natürlich haben wir hier diesen Enterhaken, damit können wir uns schneller fortbewegen in Just Cause. Ja. Mir macht's mega Spaß bis jetzt. Also, seid wirklich die beste Community, muss ich mit sagen. Und deswegen, es würde mich freuen, wenn ihr auch wieder auf diesem Video ein Like und ein Abo da lassen würdet. Ja, es ist halt für mich so ein kleines Feedback, was ich sehen kann. Ob ihr das feiert oder ob ihr es nicht feiert. Deswegen, würde ich mal sagen, kommen jetzt erstmal weiter. Ja. So, auf diesen Checkpoint.
Weg da! Alle hier fliehen. Vernünftig. Das ist kein Stress, Mann. Es sieht so aus, als wenn unser Vater tot ist oder irgendwie sowas und irgendeine Waffe gemacht hat. Keine Ahnung. Also ich. Die waren nicht sehr angetan davon, dass ich mich umgeschaut habe. Just Cause nicht so sehr aus, aber ich wollte schon öfters mal spielen und da halt. Perfekt für Let's Play angeboten. Seine eigene Privatarmee. Das Video wird so wie alle anderen wieder 20 Minuten lang sein. Nicht weil genug. Das Spiel habe ich mir schon angeschaut, wird halt auch wieder lang gehen, genauso wie vorne, deswegen und da 20 Minuten so circa passt, reicht das und es streckt sich halt über mehrere Wochen, deswegen diese Woche beginnt das halt auch Dienstag und Donnerstag und nächste Woche dann halt Montag, Mittwoch und Freitag. Das ist halt immer so ein Abwechsel mit vorne, damit alles gleichmäßig ist. So, damit würde ich sagen, ich halte jetzt auch einfach meine Klappe und wir machen erstmal hier weiter. Ich bin bei Projekt Iapa. Rico, weiter im Gebäude ist eine Konsole. Ich weiß nicht so genau, wie ich finde schon einen Weg. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Falls es auch ein bisschen zu laut sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich das fürs nächste Video besser einstellen. Ja. Weiter geht's hier. Okay. Sieht aus, können wir auch andere Waffen hier nehmen. Also das Spiel gefällt mir schon optisch. Ist es richtig gut. Deswegen, ich hoffe, es wird von euch natürlich auch so perfekt angenommen. Wie halt bei For Honor. Mira, ich habe die Konsole gefunden. Gib mir eine Verbindung und ich finde Espinosa für dich. So, damit würde ich sagen, let's go, Verbindung herstellen und Espinosa finden. Okay, bleib in der Nähe der Konsole, sonst verliere ich meine Verbindung. Alle Einheiten, der Feind hat Zugriff auf das Netzwerk. Halte den Eindringling um jeden Preis auf. Oh, scheiße. Einfach etwas auf. Ich finde ihn so schnell wie möglich. Eine Kiste voller Waffen? Naja, die schwarze Hand zieht nie unvorbereitet in den Kampf. Granatwerfer schmeckt schon mal. Mal sehen. Sie versuchen es doch schon, meine Liebe. Mal sagen, das Ding soll jetzt endlich mal schnell fertig gehackt sein und dann können wir da nicht noch weiter. Hier sind eine Menge von der schwarzen Hand. Ich bin durch das Sicherheitssystem. Halt noch ein paar Sekunden durch, dann kannst du los, Rico. Ich suche ihn. Klar, lass dir ruhig Zeit. So. Bis dann. So, ganz oben im Turm. Dieser ganze Aufwand und dann ist er ganz oben.
Cutscene. Dass er noch lebt, ist unwahrscheinlich. Er ist kein gewöhnlicher Mann, Señor Espinosa. Ja. Wir sollten lieber sicher gehen. Ja, Señor Espinosa. Mal sehen, was Projekt IAPA bewirken kann. Señor. Es dauert einen Moment, bis der Kern die volle Leistung erreicht. Könnten Sie ihn bis dahin etwas beschäftigen? Hier ist Kommandant Morales. Wir haben hier eine Bedrohung. Aktiviert IAPAs Abwehr. Setzt alle Geschütztürme ein. Die Frau, mit der Rico am Flughafen war. War das etwa... Ja. Dann kümmere dich drum. Mit Vergnügen. Hier ist Mira. Bitte antworte. Mira? Kommen, Rico. Bitte antworte. Mira! Rico, du meine Güte, du lebst. Ich hatte kein GPS. Ja, mein Enterhaken ist kaputt. Und mein Wingsuit, Fallschirm. Und ein paar Rippen. Ich muss das reparieren. Ich habe Werkzeug in El Abismo. Wo genau bist du? Im Wald. Keine Ahnung. Ich schicke dir meine Koordinaten. Hoffentlich klappt's. Okay. Wir sehen uns dann. Scheiße. Und nur durch dieses dumme Flugzeug müssen wir jetzt alles von vorne machen. Gut, das wäre sonst nicht zu kurze Kampagne. Dann würde ich mal sagen, wir treffen uns direkt auf Mira. Fühle ich mich, als würde mir ein Arm oder Bein fehlen. Feindkontakt verloren. Neu formieren. In der Zeit hier müsste ich richtig sein. In der Zeit kann man hier ein bisschen die schöne Natur genießen. Ich habe noch nie so etwas wie IAPA gesehen. Mira könnte recht haben. Weil muss man wirklich sagen, also mir gefällt die Qualität so. Das Spiel ist zwar schon alt. Mira, ich bin in El Abismo. Die Leute hier haben offenbar keine Höhenangst. Du doch auch nicht. Stimmt, aber normalerweise habe ich einen Fallschirm. Ja gut, wo war ich? Ja, auf jeden Fall. Und für diese Grafikkarte, da das Spiel halt schon ein bisschen älter ist, es sieht die Grafik wirklich gut aus. Freut mich, dass es hier besser geht. Ja. Na, wie geht's? Scheiße. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Da hat man aber Schwein gehabt. Ich würde mal sagen, wir beeilen uns mal direkt. Ein Heli der schwarzen Hand? Das ist nicht gut. Da habe ich dir recht, Kumpel, da gebe ich dir recht. Ziemlich schnell leergefegt. Die Hälfte der Leute, die hier lebt, versteckt sich vor Espinosa und seiner schwarzen Hand. So, anscheinend sieht es so aus, als wenn die hier überall Angst haben, halt wirklich davor. Gut, von Organisation. Die komplett böse Machenschaften hat, hätte ich auch Angst, aber naja. Siehst schlimm aus.
Wasser? Die schwarze Hand durchsucht das Dorf. Passiert das öfter? So gut wie nie. Vielleicht gab es einen Angriff auf ihre Wetterstation. Werkzeug? Danke. Ich glaube, ich schaffe Projekt IAPA nicht alleine. Das stimmt. Ich gebe zu, ich lag falsch. Du hattest recht. Ist das etwa ein Notsignal? Dachte, für dich existiert die Agency nicht mehr. Hilf mir dabei. Was tun wir wegen IAPA? Wegen des Blizzards und wegen der Geschütze komme ich nicht nah genug ran. Ich habe da ein paar Ideen. Lass hören. Warte. Hör zu. Ihr Handeln in den nächsten Minuten entscheidet über das Schicksal dieser Gemeinde. Ich bin Kommandant Morales. Jahrelang habe ich El Abismo toleriert. Zur Erhaltung von Recht und Ordnung in Solis habe ich diesen Ort als Unterschlupf für Kriminelle und Gauner bislang geduldet. Aber letzte Nacht wurde ein Anschlag auf die Projekt IAPA-Einrichtung verübt. Dabei wurde der Täter von einem hiesigen Verschwörer unterstützt. Wer ist das? Gabriella. Sie hat meinen Onkel umgebracht. Sie weiß, dass wir zusammenarbeiten. Wenn Mira Morales nicht sofort übergeben wird, bin ich gezwungen, eine eingehende Untersuchung durchzuführen. Dann wird jedes Haus durchsucht. Jeder einzelne Ausweis wird kontrolliert. Und sämtliche Vergehen werden umgehend bestraft. Du! Luis! Wo ist Mira? Wo? Ich muss das beenden. Gabriella! Lass ihn gehen, Cousine! Wenigstens bist du nicht feige. Wenn dein Vater dich jetzt sehen könnte, würde er sich für dich schämen. Ihr Verräter könnt dann ja über eure Enttäuschung sprechen. Im Gefängnis. Bringt sie in meinen Hubschrauber. Mira! Wir haben wohl einen Aufstand ausgelöst. Wir haben die Leute damit hineingezogen. Ohne sie haben wir keine Chance gegen Projekt IAPA. Tja, sie brauchen mehr Waffen. Also, am Ende dieser Straße gibt es eine Fabrik. Die ist verlassen. Casquillos Vacíos. Vor Jahren hat die Schwarze Hand dort Waffen hergestellt. Sehen wir sie uns an. Luis, richtig? Kümmere dich um die Leute. Jeder, der kann, muss gegen die Schwarze Hand kämpfen. Schaffst du das, Sargento? Ja, Senor. Mira, ich muss mich um meine Ausrüstung kümmern. Ich treffe dich bei der Fabrik.
Hoffentlich funktioniert das. Das war's dann jetzt mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Sache, was ich noch sagen wollte... Das wird schon, spring einfach. Eine Sache, was ich euch noch sagen wollte, ist, ich werde morgen Abend, also, nicht morgen Abend, wenn ihr das jetzt seht, werde ich ab 17 Uhr live gehen, wieder ein bisschen Fortnite zocken, dies, das, und, ja, damit würde ich sagen, wir sehen uns im Livestream. Ciao.